Fraktion des Bayerischen Landtags aus der politischen Sommerpause zurückgekehrt. Wir haben in gelöster und konzentrierter Stimmung uns der Sacharbeit gewidmet. Wir haben in den vergangenen Tagen unsere wirtschaftspolitische Expertise untermauert und auch personell noch einmal verbreitert. Wir werden auch in den nächsten 12 Monaten weiter konsequent auf Sacharbeit setzen, in guter Laune und in guter Stimmung. Ich durfte feststellen bei dieser Klausurtagung, dass die Angriffe der CSU auf unseren Spitzenkandidaten Christian Rude in den letzten Wochen und Monaten auch dazu geführt haben, dass die SPD noch einmal enger zusammengerückt ist. Es gab ja die ein oder andere Attacke von Herrn Spähnle, von Herrn Dobrindt oder von Herrn Söder. Und es führt bei uns dazu, dass wir noch motivierter sind in den nächsten 12 Monaten. Die Nervosität der CSU ist spürbar. Gestern hat sie noch einmal deutlich gemacht, dass es eben keinen gemeinsamen Wahltermin 2013 geben soll bei Bundestags-, Landtags- und Bundestagswahlen. Wir sagen als SPD, sprechen gute Gründe dafür, einen gemeinsamen Wahltermin im September 2013 ins Auge zu fassen. Zum einen spart es Geld. Wenn man die Wahlen zusammenlegt, würde das den bayerischen Steuerzahler etwa 10 bis 12 Millionen Euro einsparen. Zum Zweiten würde es eine höhere Wahlbeteiligung bedeuten. Wir können als Politiker nicht immer nur in schönen Sonntagsreden eine höhere Wahlbeteiligung propagieren, um sie dann im gleichen Atemzug wieder zunichte zu machen. Wir wissen, dass bei Bundestagswahlen die Wahlbeteiligung mit etwa 10% höher ist als bei Landtagswahlen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, eine hohe Wahlbeteiligung auch bei Landtagswahlen auf diese Art und Weise zu erzielen, finde ich, sollten wir davon Gebrauch machen. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Es ist für viele Gemeinden gar nicht so einfach, ehrenamtliches Personal für die Wahlvorstände zu finden. Auch da würde eine solche Vereinbarung, einen gemeinsamen Termin zu finden, sicherlich hilfreich sein. Ich weiß, dass es aus föderalistischen Grundprinzipien auch Gründe geben kann, 2 Wahltermine zu propagieren. Das möchte ich überhaupt nicht von mir weisen als Landespolitiker. Nichtsdestotrotz, es gibt gute Gründe, einen gemeinsamen Wahltermin ins Auge zu fassen. Die Nervosität macht sich allerdings nicht nur darin bemerkbar, sondern auch in der erkennbaren Strategie der CSU. Die CSU setzt ganz offensichtlich auf eine Strategie der Aus- und Abgrenzung. Ich möchte dies gleich erläutern. Wir werden dem eine Politik der Offenheit, des Dialogs entgegenstellen, gegenüberstellen. Die CSU erkennt ja seit neuestem immer fremde Mächte, die dem Freistaat Bayern schädlich sind. Ich denke an die fremden Mächte Nordrhein-Westfalen, Berlin, Schleswig-Holstein oder andere Bundesländer, die uns Bayern über den Länderfinanzausgleich das Geld aus der Tasche ziehen. Ich denke an die fremde Macht Griechenland, die ebenfalls dazu angetan ist, uns bayerische Steuerzahler zu entschädigen. Herr Söder sagt, man müsse an den Griechen ein Exempel statuieren. Die Griechen müssten sich von Muttis Rockzipfel aus Deutschland endlich lösen und eigenständig werden. Ich bin der Auffassung, dass die Strategie dahinter steht, die dann ja auch in dem Scharnagel-Vorschlag gipfelt, Bayern müsse eigenständig sein, dass man sich abgrenzen soll von den anderen, weil die uns ja sündhaft teuer zu stehen kommen als Bayern. Ich darf noch mal erinnern, es gibt eine gar nicht so fremde, sondern uns bekannte Macht, die uns teuer gekommen ist in den letzten Jahren, nämlich die CSU selbst. Den Länderfinanzausgleich, den sie nun beklagt beim obersten Gericht und sich damit selbst zertifizieren lassen möchte vom obersten Gericht der Bundesrepublik, ein bayernfeindliches und nicht verfassungskonformes Gesetz mit auf den Weg gebracht zu haben. Diesen Länderfinanzausgleich hat Edmund Stoiber ausgehandelt und Horst Seehofer mit seinen Kolleginnen und Kollegen am 5. Juli 2001 im Deutschen Bundestag beschlossen. Wenn hier also jemand zum Nachteil der bayerischen Steuerzahler gehandelt hat, dann die CSU selbst. Ich darf nochmal das Landesbankdesaster in Erinnerung rufen. 10 Milliarden. Mittlerweile ist fast 1 Milliarde an Zinsen aufgelaufen, Staatsverschuldung um 42% ad hoc gestiegen um 833 Euro pro Kopf, vom Kleinkind bis zum Greis. Ich darf daran erinnern, dass in der Sommerpause noch einmal veröffentlicht wurde, dass weitere 3,1 Milliarden Euro
dem Feuer stehen. Wir haben mittlerweile zumindest telefonischen Kontakt aufgenommen mit den beiden anderen Oppositionsparteien. Unser Vorschlag vom Montag, gegebenenfalls nochmal einen weiteren Untersuchungsausschuss zur Aufklärung in Angriff zu nehmen, wurde wohlwollend aufgenommen, aber wir werden noch in eingehenden Sondierungsgesprächen das weitere Vorgehen mit den Grünen und mit den Freien Wählern behandeln. Und auch bei dem Ausgrenzungsversuch Griechenland kommt es dem bayerischen Steuerzahler am Ende teuer zu stehen, wenn das Wirklichkeit würde, was Herr Söder propagiert hat. Griechenland müsse raus aus der Eurozone. Das hier mal aufgeschlüsselt. Was dann allein an Bürgschaften und Garantien der Deutschen sofort fällig wäre, das ist nämlich das, was Herr Söder verschweigt, wenn die geordnete Insolvenz Griechenlands tatsächlich Realität würde, dann wäre Deutschland mit 2 Milliarden beim IWF-Rettungsplan dabei, mit 20 Milliarden über die Beteiligung an den EZB-Anleihen und am EU-Rettungsplan mit 27 Milliarden Euro, sprich 50 Milliarden Euro wären mit dem Söder und mit dem Dobrindt-Vorschlag sofort im Feuer. Wer mag denn da behaupten, fremde Mächte würden uns das Geld aus der Tasche ziehen? Wenn man mit dem Argumentationsmuster von Herrn Söder selbst, nämlich mit das, was wichtig wäre, nämlich dass unsere bayerischen Steuergelder, dann ist das politische Handeln der CSU in den letzten Jahren, aber auch aktuell ganz gewiss nicht vom Vorteil für uns bayerische Steuerzahler geprägt. Im Übrigen, auch das nur so nebenbei, also die ILO, die Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, hat ja auch nochmal herausgestellt, wie hoch die Arbeitslosigkeit steigen würde und welche Kosten damit verbunden wären. Also ich denke auch, dass das heutige Urteil hoffentlich etwas Ruhe in die Debatte bringt, wie es mit der Euro-Rettung weitergehen wird. Die Nervosität wird aus den Märkten hoffentlich rauskommen, davon bin ich überzeugt. Deshalb war das sicherlich nicht nur ein guter Tag heute für Demokratie und Parlamentarismus, sondern auch eine wichtige Wegmarke für die Euro-Rettung an sich, was heute in Karlsruhe entsprechend beurteilt wurde. Noch einmal zurück zur Fraktionsklausur. Wir werden diesen Weg der Offenheit und des Dialogs weitergehen. Herr Bossert hat heute noch mal hervorgerufen, dass er zum ersten Mal bei der SPD bei einer Fraktionsklausur zu Gast gewesen sei. Es war eine sehr muntere Debatte, aber es hat Spaß gemacht und diesen Weg auch Organisationen zu uns einzuladen, die uns vielleicht nicht so per se auf den ersten Blick nahestehen, diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen bis zum September 2013.